Ich bin Commander Shepard, der erste menschliche Spectre. Verantwortlich, das Kräfteverhältnis in der Galaxis im Gleichgewicht zu halten, bin ich damit beauftragt worden, Bedrohungen für die galaktische Sicherheit aufzuspüren und zu beseitigen. Für diese Aufgabe wurde mir ein Schiff zugewiesen. Die Normandy und ihre Crew erwiesen mir und meinen Gefährten stets treue Dienste. Ich reiste quer durch die Galaxis und kämpfte im Auftrag des Citadel-Rats für Gerechtigkeit und Ordnung. Meine Mission lautete, einen verräterischen turianischen Spectre auszuschalten. Doch wie es schien, steckten größere Mächte hinter seinen finsteren Machenschaften. Nun wurde ich losgeschickt, um die verbleibenden Reste des Geth-Widerstandes zu zerschlagen. Tagelang suchten wir nach einer Spur. Wir verschwenden unsere Zeit. Seit 4 Tagen durchkämmen wir diesen Sektor und noch kein einziges Zeichen von Geth-Aktivität. Bis wir plötzlich von einem unbekannten Kreuzer angegriffen wurden. Kreuzer ändert Kurs. Befindet sich auf Abfangkurs. Das kann nicht sein. Unsere Tarnsysteme sind aktiviert. Es ist völlig unmöglich, dass ein Geth-Schiff... Es sind nicht die Geth. In letzter Sekunde konnte ich meinem Piloten Joker in ein Evakuierungsshuttle helfen, bevor die Normandy in ihre Einzelteile zerrissen und ich in die unendliche Weite des Weltalls geschleudert wurde. Doch ich bin nicht tot. Im Rahmen des Lazarus-Projekts wurde mein Körper vollständig wiederhergestellt. Mir wurde ein zweites Leben geschenkt. Das bedeutet jedoch nicht, dass all meine Entscheidungen und Handlungen in der Vergangenheit vergessen sind. Der Angriff auf die Normandy zeigt mir, dass dieser Krieg noch lange nicht zu Ende ist. Nun liegt es an mir, eine neue Crew zusammenzustellen und der Sache auf den Grund zu gehen. Wieder muss ich Entscheidungen treffen und komplexe Gespräche mit Kreaturen fremder Rassen führen. Leg dich nicht mit Arya an. Ständig darauf bedacht, niemanden zu verärgern und dabei so viele Informationen wie möglich zu erhalten. Gefällt mir, kann man sich leicht merken. Wenn sie es vergessen, wird jemand sie daran erinnern. Aber manchmal helfen Worte nicht weiter. Und dann müssen mein Team und ich eben kämpfen. Wirst du mir im Gefecht zur Seite stehen?